auf der Bahn unterwegs ist der zweite Lauf. Und auf der Bahn geht's wieder rund, der zweite Lauf. 800 Meter mit Markus Göttert vom 1. SV Gera, Lorenz Birner, LG Team Isartal, Lando Dieke, LG Nordberlin, Tobias Henning, LG Eckenthal, Matthias Walkert, LV Blitzhausen, Ludwig Sämann, LG Limes Rems, Vincent Roth, SVS Leichtathletik aus Österreich, dann Alexander Wolz vom VfB LC Friedrichshafen von Stadtwerken München, Florian Schönemann und Thomas Reuschel, David Palme, LG Telefinanz Regensburg, Marc Dobrikowski, LG Nordberlin und Bastian Degen vom TV Wattenscheid. So, vorneweg. Das ist Thomas Reuschel von der LG Stadtwerke München, der hier das Tempo macht für Bastian Degen erstmal, beziehungsweise eben das Rennen mal anführt. Vorhin haben wir gesehen, gab es einen Tempomacher, der rausgegangen ist dann. Wie sieht es jetzt aus? Thomas Reuschel im schwarzen Dress vorne und dann Bastian Degen, der Wattenscheider. Geht jetzt vorbei in Führung. Aber das Anfangstempo doch ein wenig zu hoch für Thomas Reuschel. Jetzt vorne. Bastian Degen, der Wattenscheider. So. Bastian Degen und dann Marc Dobrikowski. Ja, da haben die Sprecher hier im Stadion auch das Problem. Und der Mann von der LG Nordberlin mit dem schwierig auszusprechenden Namen gewinnt in 1:54:58 inoffiziell. Zum Glück kann er nicht hören, wie wir seinen Namen aussprechen. Das ist unser Glück hier, da hat der Stadionsprecher im Stadion einen kleinen Nachteil und wir hoffen, dass alle, die dem Livestream zuhören, uns das nicht zu übel nehmen. 1:54:55. I'm gonna